Jetzt zeigt sich langsam der Sinn des Programmierens. Wir haben ja dreimal die Melodie, die wir schon kennen. Und die hatte ja zu Beginn schon 9 Zeilen Code. Wie wäre das jetzt bei der ersten Version, wenn ich die Melodie jetzt nicht nur 3 Töne lang ansteigen möchte, sondern, sagen wir mal, 6 Töne? Da wäre die Codelänge der vorigen Version viel, viel länger. Und hier kann ich jetzt einfach eine 6 times 2 schreiben. Und somit haben wir schon eine ganz andere Aussage. Ich mache das Ganze noch schneller. Ja, den letzten Ton lassen wir mal weg. Somit haben wir eh mal weniger Code. Aber ich könnte ja die ganze Sache 9-mal ansteigen lassen. Stellt euch den Code vor, den ihr jetzt vorhin gehabt hättet, wenn ihr alles untereinander schreiben würdet. Und hier sage ich einfach nur noch 3-mal, 6-mal, 10-mal, 100-mal. Schön. Ich könnte jetzt auch sagen, starte nicht bei 70, starte mal bei 40. Mache die ganze Sache noch schneller. Und sage der ganzen Sache, geh mal jetzt 20 rauf. Und die ganze Sache 10-mal hintereinander. Und so seht ihr schon, wir hätten zum Beispiel einen ganz netten Sound kreiert für ein Spiel, eventuell. Es klingt ziemlich gefährlich so. Man kann sich vorstellen, wenn man in einer Welt unterwegs ist, die so klingt, da ist etwas nicht ganz geheuer.